Buongiorno, mein heutiger Tipp kommt aus Bella Roma. Die Römer waren ziemlich pfiffig, das wissen wir, was die Architektur angeht, was die Kunst angeht. Aber was sehr wenige wissen ist, dass die auch ganz schöne Marketing-Experten waren. Und ich habe mal ein Beispiel rausgepickt, das zwei Tipps für euch bereithält, nämlich der Trevi-Brunnen. Der Sage nach heißt es, dass wenn man mit der rechten Hand über die linke Schulter eine Münze in den Trevi-Brunnen wirft, dass in dem Augenblick deine Zeichen auf grün stehen und du heil und unversehrt eines Tages in die schöne Stadt Rom zurückkehren wirst. Und siehe da, der Trevi-Brunnen ist vielleicht das erste Abo-Modell. Wie wir alle wissen, Abo-Modelle sind fantastisch. Man hat wiederkehrende Zahlungen, man hat Geld, mit dem man rechnen kann. Man weiß, es kommen die Leute immer wieder, sie zahlen immer wieder und man kann ein seriöses Business aufbauen. Und genau das macht der Trevi-Brunnen. Denn natürlich wirft man die Münze, natürlich möchte man heil und unversehrt wiederkommen und natürlich wirft man in diesem Fall auch noch einmal eine Münze, denn man möchte ja wieder heil und unversehrt zurück nach Rom kommen. Daher das erste Abo-Modell. Nicht schlecht, finde ich. Aber sie setzen noch eins drauf. Sie haben sogar noch ein Pricing-Modell da drin. Denn im Marketing ist es ja so, wenn ich einen Preis gebe, dann habe ich Hop oder Top. Wenn ich aber einen Alternativpreis anbiete, der etwas höher ist, aber mehr an Leistung hat, dann denken die Leute, oh, nehme ich lieber den, ich könnte ja was verpassen. Und wenn ich dann noch ein Premium-Produkt anbiete, ich habe also einen Staffelpreis, 1, 2, 3, das einfache Bronzemodell, das Silbermodell und dann das Goldmodell oder Premiumpreis, dann denken die Leute, ah, wenn das nicht so viel teurer ist, dann kaufe ich lieber das ganz große, denn ich könnte ja was verpassen. Und sei es das beim Premium-Modell, es gibt Tests, da gibt es ein PDF extra. Und die Leute kaufen trotzdem das Premium-Modell, weil sie denken, ah, dann habe ich alles zusammen und ich muss später nicht nachkaufen. Ganz pfiffig, und das macht auch schon der Trevi-Brunnen, denn wenn ich eine Münze werfe, komme ich heil und unversehrt nach Rom zurück. Wenn ich zwei Münzen werfe, treffe ich die Frau meines Lebens oder den Partner meines Lebens. Und wenn ich drei Münzen werfe, werde ich mit diesem Partner den Rest meines Lebens verbringen. Na, eine schöne Aussicht. Also, wenn ich schon mal da bin, werfe ich doch gleich drei Münzen. Man will ja auf Nummer sicher gehen. Ihr seht, die Römer, vielleicht die Marketing-Experten schlechthin. Die Leute, die sich die Geschichten zum Trevi-Brunnen ausgedacht haben, waren mit Sicherheit ganz pfiffig, denn dieser Brunnen spült über 1 Million Euro im Jahr ein. Das muss ich aber sagen, das geht nicht in die Kasse von Rom. Alles, was hier gesammelt wird, das wird an die Caritas gespendet. Also so gesehen, ein positives Marketing. Und ich denke, ich werde meine Münzen da reinwerfen. Ciao.